Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5 mit der Lünscheid-Modifikation. Wir sind hier wieder auf der Brandstedt-Karte unterwegs, befinden uns aktuell hier gerade beim Weihnachtsmarkt und ich muss gestehen, ich habe wieder was Neues eben gerade hinzugelernt. Und zwar stand im Ladebildschirm drin, dass man quasi mit diesen großen roten Hydranten mehr Wasser fördern kann als mit den Unterflurhydranten. Also mit denen hier weniger als mit den anderen Hydranten. Ich weiß nicht, habe ich hier irgendwo beispielshalber mal so einen anderen Hydranten da? Anscheinend kann man mit denen mehr Wasser fördern als mit anderen. Ich lerne ständig was dazu. Gerade im Ladebildschirm sehr hilfreich. So, jetzt mal wieder zum Spiel zurückzukommen. Wir spielen natürlich wieder auf der Brandausbeitungsstufe Feuerwehrmann. Ja, solange Schnee liegt, wie gesagt, spielen wir einfach mal ein bisschen entspannter, was die Brandausbreitung betrifft. Und ansonsten, Atemschutzlogik ist natürlich aktiv. So, wir haben hier gerade einen PKW-Brand mit Personenschaden reinbekommen, mit einem schönen anderen Hydrant, mit dem wir mehr Wasser fördern können. Und das heißt, wir schicken jetzt gerade mal die Feuerwehr hin und dann auch noch Rettungswagen hinterher. Und weil halt noch eine Person mit betroffen ist, würde ich gerne auch noch die Polizei mit hinzuziehen. Genau, und dann kommt die Werkfeuerwehr hergefahren. Wir haben hier nämlich ein bisschen Chemiewerk. Ja, können wir hier riesengroße Probleme quasi bekommen. Da kommt auch die Werkfeuerwehr. Die ist ja quasi ja einmal über den Fluss hier drüber und dann sind die schon da. Da ist der Brand. Genau. Okay, ich wollte hier noch Rettungswagen plus Notarzt rausschicken, weil wenn eine Person da drin ist in dem brennenden Fahrzeug, es muss sich anfühlen, denke ich mal, wie in so einem Umluftherd und da hätte ich auch nicht so Bock drauf. Ich glaube, da brauchen wir auf jeden Fall mal einen Rettungswagen, den wir hier mal mit hinstellen. Ich wollte ihn eigentlich jetzt hier davor parken, aber ich merke gerade, er passt da nicht so ganz hin. Aber der wird eh anders parken, als ich das gerade vorgegeben habe. Und der Notarzt vielleicht hier mal so ein bisschen an der Seite und dann vielleicht noch die Polizei hinterher geparkt. Genau, Streifenwagen können wir hier vorne hinstellen und somit haben wir eigentlich erstmal alles, was wir brauchen. Wir brauchen dann später noch einen Abschleppwagen, aber das machen wir dann, wenn das Fahrzeug gelöscht ist. Ja, jetzt schon hier den Abschlepper hinschicken. Ich glaube, das macht auch nicht die Leitstelle, oder? Also, ich meine jetzt in der Realität. Ja, hätten wir wieder ein neues Thema. Schickt die Leitstelle bei einem Fahrzeugbrand automatisch einen Abschlepper mit? Ich glaube ja nicht, weil kann ja sein, dass die Person da rauskommt aus dem Fahrzeug, ja, und dann kann er ja selber sich einen Abschlepper rufen. Dann geht alles auf seine Kappe quasi. Vielleicht ist er im ADAC drin oder im AVD, glaube ich, gibt es noch Abschleppdienst und was weiß ich. Was es alles für Abschleppdienste gibt, dann kann der das ja alles noch selber abhandeln. Da brauchen wir jetzt nicht irgendwie die Leitstelle oder die Polizei, die da einen Abschlepper dann anfordern. Deswegen, ich gehe mal das stark davon aus, die Leitstelle wird auch in so einem Fall nicht direkt einen Abschlepper irgendwie kontaktieren und dahin schicken. So. Dann einmal Verteiler dorthin, einmal Hydrant dorthin. Die haben jetzt keinen Atemschutz an, ist ja nur in Anführungszeichen ein Fahrzeug, was brennt. Genau, er hat anders geparkt als angegeben, aber das ist so auch vollkommen in Ordnung. Können wir die Trage schon mal rausnehmen. Wir können den anderen Sani dann auch schon mal aussteigen lassen. Den anderen Sani schon mal aussteigen lassen dann auch. Und der kann dann die Sani-Tasche nehmen. Ja, einmal am brennenden Auto vorbeilaufen. Wer kann, der kann. Und nochmal zurück, weil man merkt, oh, ich komme da doch nicht dran. Aber jetzt glaube ich... Entschuldigung, Stimme ist irgendwie immer noch ein bisschen schwierig eben. Habe eigentlich gedacht, es ist jetzt der 27. Dezember, an dem ich aufnehme. Ich habe eigentlich gedacht, wenn ich an Weihnachten so ein bisschen meine Stimme erhole, ist es wieder besser. Aber irgendwie nicht so ganz. Naja. Wir haben ja demnächst noch mal ein paar Feiertage, beziehungsweise Silvester. Ja, Silvester ist zwar Wochenende, aber Wochenende, da habe ich auch einfach mal... beziehungsweise ich möchte da auch wieder alles so weit vorbereiten, dass ich an den Tagen nichts machen muss, ja, beziehungsweise nichts zu tun ist. Und dann kann ich mich da so ein bisschen auch erholen. Genau. So, der Feuermann rennt gerade mal ans Fahrzeug. Wir haben hier noch einen B0 Kleinbrand reinbekommen. Normalerweise würde ich jetzt hier voll Panik schieben. Aber wir spielen ja nicht auf schlimm 7. Ist nur die Frage, wie kommen wir da dran? Okay, wir können hier vorne ja drauf fahren. Ich weiß nicht, ob wir zwischen den Bäumen durchkommen. Das kann tatsächlich eng werden, aber gut, wir probieren es mal. Notfalls mit dem TLF irgendwie von hier hinten da drauf gepustet. Reicht das? Also von der Reichweite her würde ich sagen, ja, aber wir probieren es einfach mal so. Gut, hier die Feuerwehr wird alarmiert. Und ich glaube, die Wache 23 hier unten. Genau. Also bis das TLF da ist, dauert ein bisschen. So, Person ist befreit. Genau, Sani kommt jetzt dahin, kümmert sich um die Person.
Und für die Feuerwehr ist, glaube ich, nichts mehr zu tun an sich. Das heißt, wir können hier eigentlich sagen, komm, packt zusammen, macht euch wieder einsatzbereit für den nächsten Einsatz. Wir sind natürlich hier auch wieder gerade in der Folge auf Side-Events Stufe 4, glaube ich. Das heißt, es können 4 kleine Side-Events nebenbei reinkommen. Und, tatsächlich ganz schön schwer verletzt. Und ja, Einsatzstufe würde ich sagen, lassen wir wirklich so bei 1. Ja, dass wir ein bisschen was von den Einsätzen sehen können. Viele kleine Side-Events, Rettungsdiensteinsätze wegen dem Schnee, wegen der Klette, Kälte und so weiter. So, die Sirene heult noch, Feuerfahrzeug fährt aber schon mal raus, das mittlere Löschfahrzeug, sehr schön. Gut, das läuft doch. Feuerwehr fährt weg, Abschlepper haben wir gerufen, Polizei kann somit eigentlich auch wegfahren. Ich würde jetzt auch total gerne die Polizei auf Streife schicken. Nehmen wir das. Die sind schon auf Streife hier und ansonsten würde ich von der Bundespolizei nochmal ein Fahrzeug nehmen und hier auf Streife schicken, genau. Was haben wir denn da? Verbrennung 4. Grades. Oh, tut mir leid, liebe Polizeikollegen. Verbrennung 4. Grades ist eigentlich immer Rettungshubschrauber-Relevanz dann da, beziehungsweise der wird halt benötigt. Deswegen rufen wir den schon mal, kommt der ADAC-Hubschrauber. Und die Polizei kommt gerade nochmal her. Ja, ich muss leider. Der parkt genauso nah an der Wand wie ich. Einmal vorne mit dem Nummernschild anduppen, da weiß man mal, ist dran. ich muss leider so parken. Das ist, der Parkplatz, auf dem ich stehe, für mein langes Auto ist ein bisschen kurz geraten. Und wenn ich halt nicht vorne direkt andocke, sondern ein paar Zentimeter weiter weg stehe, mein Auto steht auch, wenn ich vorne anduppe, ein bisschen mit dem Popo auf dem Bürgersteig drauf. Nur ein paar Zentimeter, aber ja, je näher ich halt an der Wand stehe, desto besser ist es. Und deswegen fahre ich immer vorne dran, bis einmal ganz leicht feinfühlig vorne dran, bis man merkt, oh, da ist jetzt ein bisschen Widerstand und dann ist gut, da geht auch nichts kaputt oder so, keine Angst. Aber, ja, muss man halt machen, wenn der Parkplatz ein bisschen kurz geraten ist für so ein Mondeo. So, Landeplatz ist markiert, dann können wir dem direkt sagen, einmal dort landen. Abschlepper wäre auch schon vor Ort, der kann eigentlich schon mal anfangen mit seinen Arbeiten. Ja, schon mal parken, den Kran vielleicht schon mal ausfahren. Er muss ja das Fahrzeug nicht direkt hochheben, macht er aber jetzt. Okay, und auch noch von der Seite, wo ich gehofft habe, dass er nicht hinfährt. Alles klar. Dann schicken wir den Notarzt weg. Rettungswagen, ich schick den Sunny da nur gerade kurz hin, damit die Person im Warmen dann quasi liegt. Ja, auf der Trage, zugedeckt, in einem Rettungswagen am besten. Dann können wir im Rettungswagen noch ein paar Meter näher an den Hubschrauber dranfahren. Genau, ich sag jetzt hier einmal wegfahren. Dann rennen die zurück zum Rettungswagen und steigen ein. Ja, Diebstahl haben wir hier reinbekommen. Da schicken wir auf jeden Fall gerade mal die Polizei hin. Wir haben nicht wirklich was in der Nähe, oder? Ja, die Autobahnpolizei wäre in der Nähe, aber mit Ausrückzeiten und so weiter würden die länger brauchen als das Fahrzeug, was eh schon unterwegs ist. Ja gut, schicken wir gerade mal den Streifenwagen direkt dahin. So, wie sieht's hier aus? Okay, die haben also keinen Weg durch die Bäume durchgefunden, ist okay. Das andere Fahrzeug ist auch da. Ja, man sieht's, es hat sich nicht wirklich ausgebreitet. Ich denke mal, der Schellangriff reicht. Vielleicht können wir mit dem TLF hinten einmal draufhalten, fertig ist. Aber wir machen es noch ein bisschen gechillter. So. Es hat gepiepst, das Piepsen ist ja gerade am Fahrzeug hängen geblieben. Das Piepsen bedeutet normalerweise hier Notarzt benötigt, beziehungsweise nein, sie zeigen direkt an, Hubschrauber benötigt. Ich habe den Hubschrauber aber falsch herum gedreht. Ich wollte eigentlich den Popo dahin drehen, aber ich habe die Spitze dahin gedreht. Das heißt, wir fahren einfach dran vorbei. Aber nicht unter den Rotorblättern durch da, aber gut. Zum Glück nichts passiert. So, jetzt wird umgeladen. Dann geht es schon wieder für den Hubschrauber ab ins Krankenhaus. Feuer ist aus. Hat nicht lange gedauert. TLF hatte ich nur zur Sicherheit mal hergeschickt, falls uns das Wasser ausgeht, weil ich habe hier keinen Hydranten gesehen und wir hätten notfalls damit auch das Feld hier ein bisschen im Griff halten können. Aber war jetzt nicht nötig. So, was jetzt nötig ist, ist Wasser auftanken, aber die haben es nicht weit bis zur Feuerwache. Die sollen einfach dorthin fahren und dort auftanken. Genau. Ja, die werden jetzt schon nicht hier die 2 Meter umkippen. Das will ich doch mal hoffen. Das wäre schon echt mies dann. So, Person ist festgenommen. Sehr schön. Und hier wurde umgeladen, das heißt, der Rettungswagen kann wegfahren und die Polizei kann gleich hier den Landeplatz aufheben. Boah, ich bin gerade letztens wieder in ein Parkhaus reingefahren mit meiner Möhre. Vergiftung, Überdosis. Boah.
Das war auch wieder irgendwie Autofahren auf einem neuen Level. Ich kann mein Auto eigentlich sehr gut einschätzen, auch von der Länge, von der Breite. Aber heilige Scheiße, manche Parkhäuser sind echt so autounfreundlich gebaut. Das ist echt nicht mehr normal. Da musstest du, um erstmal zur Schranke hinzukommen, musste ich schon das erste Mal auf, ja, den Fußweg quasi drauf fahren. Ja, wie so ein Bürgersteig quasi, eine kleine Erhöhung. Musste ich drauf fahren, um die erste Kurve zu kommen. Und es stand kein Schild da, dass das Auto mit der Breite oder mit der Länge da nicht in das Parkhaus passt. Also es war die einzige Möglichkeit, dass ich vorne ein bisschen drauf war, dann einlenke, damit ich hinten mit meinen Rädern nicht irgendwo dran rumschleife. Also gezielt draufgefahren vorne und dann voll umgelenkt, dann bis zur Schranke hingekommen. Schon mal sehr geil. Erstes Ziel erreicht. Dann stand ich an der Schranke und habe ich mir gedacht, what the fuck, das kann doch nicht ernst sein. Da musstest du einfach direkt nach dieser Schranke einen Meter weiter 90 Grad nach rechts abbiegen. Ja, und hattest kaum Platz, ausholen war nicht, weil die Schranke dort war. Und um die Kurve fahren, oh. Ey, ein Dauergepiepse und im Spiegel, ey, du hast die Wand gesehen, nur noch ein paar Zentimeter bis quasi die an der Seite das Auto berührt. Und vorne auch kein Platz mehr. Boah, da hab ich auch gedacht, ich bleib jetzt kurz stehen und guck mal, ob ich rumkomme und steig mal aus dem Auto aus quasi. Und guck, hab ich gedacht, nee, komm, scheiß drauf. Rückwärts kann ich eh nicht mehr. Vorwärts wird noch gehen, anders rangieren, vielleicht um ein paar Zentimeter rausholen, aber habe ich gedacht, Jolo, komm. Hat gerade so gereicht. Parkhäuser sind schon echt ungemütlich mit größeren Autos. Also ist es halt, größere Autos sind halt nicht für Städte gemacht, das war wieder in der Stadt drin. Ich fahre auch ehrlich gesagt nicht gerne mit meinem Auto in die Stadt, weil ich finde, so ein Smart ist für Stadtverkehr viel besser. Ja, oder ein kleineres Auto, nicht so ein großer Kombi. Macht einfach keinen Spaß, weil du nirgendwo parken kannst. Kannst schon, aber ist halt jedes Mal ein Risiko. Und ich hasse es, Risikos oder ein Risiko einzugehen, wenn es halt um Fahrzeugschäden geht. Hasse ich. Ja, weil die Auto, wenn du da irgendwas zerkratzt, ist es einfach immer schweineteuer. Muss einfach nicht sein. Naja. Egal, wir hatten es rumgeschafft auf jeden Fall. Aber es war schon... Boah, ich krieg da halt immer einen Hass, dass Parkhäuser so eng gebaut sind. Ich meine, klar, man möchte mit möglichst wenig Fläche möglichst viele Parkplätze rausholen. Aber ich konnte auch nirgendwo parken, bis ich ganz oben hingefahren bin, aufs oberste Stockwerk, weil oberste Stockwerk waren keine Säulen mehr in diesem Parkhaus. Und es waren einfach nur noch Parkplätze in den anderen Ebenen frei neben den Säulen. Ich hätte da zwar reinrangieren können, aber das wäre auch schon wieder kein Spaß gewesen. Da habe ich auch wieder keine Lust gehabt, weil du, dieses große Auto, dieser Mondeo, ich finde, der hat so einen blöden Lenkradius. Und da musst du ganz schön rumeiern, bis du da mal dann perfekt positioniert bist, dass du da reinkommst. Aber es ist einfach kein Stadtauto. Aber gut, das willst du machen. Ab und zu musst du halt in die Stadt. Bleibt nichts anderes übrig. Aber ich habe mir das mittlerweile eh schon angewöhnt, wenn ich irgendwo im Parkhaus reinfahre, ich fahre auf die oberste Ebene. Das ist einfach am chilligsten. Wobei es auch Parkhäuser gibt, kenne ich auch so eins in der Stadt. Das ist aber ja so eine Tiefgarage quasi, wo du reinfahren kannst. Die Einfahrt ist okay, sagen wir es mal so. Da kannst du einigermaßen ausholen, beziehungsweise da ist extra einen Platz gemacht, damit du ausholen kannst mit deiner Karre. Damit du dich gescheit positionieren kannst, Schranke, und dann geht es schön abwärts um die Kurve. Das ist okay. Das ist zwar auch ein Dauergepiepse in dem Auto, aber das ist okay. Da ist Platz. Da weißt du locker, okay, du kommst da rum. Dauergepiepse verarscht dich nur. Ah, hier haben wir unklare Rauchentwicklung. Ich habe gerade gedacht, hä, was habe ich denn da für einen Einsatzfeuer? Wenn ich hier gerade wieder am Reden bin, dann kriege ich das irgendwie nicht mit, was hier abgeht im Spiel. Das kriegst du hin. Das Schlimme ist dann aber die Rausfahrt aus dem Parkhaus. Es ist die gleiche Kurve, die gleiche Strecke, nur noch nach oben. Aber Problem ist da, die haben... Also eine Ausfahrt verläuft direkt nebeneinander, das ist quasi eine große Spur, ist nur so ein Trennstreifen in der Mitte, und bei dem Trennstreifen in der Mitte haben die so kleine, ja, nicht so Warnbarken hingestellt, nur in klein. So, wenn du jetzt da hochfahren möchtest, hast du das Problem, dass deine Motorhaube von dem Auto diese Warnbarken überdeckt. Du siehst die nicht. Und wenn du was nicht siehst, ist es einfach blöd drauf zuzufahren. Und... Das heißt, Reinfahrt nervt dich nicht, da kannst du es gut einschätzen, weil du siehst die Dinger im Seitenspiegel und du weißt, wie nah du an die Wand fahren kannst vorne. Ja, beim Umlenken, das siehst du alles, gar kein Problem. Aber, ja,
bei der Rausfahrt hast du diese Warnbarken, die du nicht siehst. Das ist halt auch eine mega fiese Sache. Entweder müsste man die Dinger höher machen, damit man die bei der Rausfahrt sieht, oder lass die Kacke doch einfach weg. Ich brauche diese Trennung zwischen den Spuren nicht. Ich weiß, dass da Autos entgegengefahren kommen können. Ja, und wenn dann halt was entgegenkommt, dann siehst du das wenigstens richtig und kannst dann auch gescheit ausweichen vielleicht. Oder ja, einfach gemütlicher da rumfahren. Aber so, keine Ahnung, warum das so gemacht wird. Ja, da ist es dann schon quasi auf der rechten Seite, siehst du im Seitenspiegel, oh, in der Kurve ist schon, ja, hast du vielleicht ja, 10, 15 Zentimeter Platz noch. Kannst noch ein bisschen weiter rüber. Vorne hast du einfach nur Dauerpiepsen. An der Seite hast du bei dem Abstand schon Dauerpiepsen. Und das ist halt auch immer dann so ein blödes, ja, Abgeschätze. Wie gesagt, ich kann mein Auto einschätzen, auch ohne Piepser. Ich weiß genau, wie lange ich ranfahren kann und so weiter. Aber das sind halt manchmal dann so Situationen, wo man sich so denkt, wie unnötig kompliziert oder wie unnötig doof hat man das denn gebaut? Naja. Wie gesagt, ist halt genauso bei dem einen Parkhaus, wo du direkt eine 90-Grad-Kurve machen musst, um... Ah, da drinnen brennt. Ich habe gerade überlegt, hä, wo brennt's hier denn? Da drinnen. Das Gebäude brennt. Ja, das hätte man ja auch irgendwie anders bauen können. Oder die Schranke. Einfach die Schranke an einer anderen Stelle positioniert. Ein paar Meter weiter vorne. Dann kannst du hinten quasi die Erhöhung wegmachen und dann kannst du damit mit deinem Auto ausholen und kommst da locker rum. Aber nö, stattdessen hat man lieber eine komplett verschrammte Wand, weil da anscheinend viele hängen bleiben. Keine Ahnung. Das ist schon dann ein bisschen blöd manchmal. Gut, ich schicke hier nochmal ein weiteres Fahrzeug hin, weil es brennt jetzt doch ein bisschen mehr. Wir haben hier Kühe in Gefahr. Das ist nicht ganz so geil. Was ich aber cool finde, ist, dass Parkhäuser immer moderner werden. Ja, zum Beispiel Parkhaus, bei dem du quasi beim Reinfahren eine Karte ziehst. Dann ganz normal tust du diese Karte am Automaten bezahlen und wenn du rausfahren möchtest, bleibst du nicht mehr mit deinem Auto quasi stehen. Du fährst auf die Schranke zu und die Schranke sieht, dass du kommst. Dein Nummernschild wird quasi eingescannt und registriert. Okay, der hat bezahlt. Zack, Schranke auf, kannst du rausfahren. Brauchst du nicht mehr stehen bleiben. Finde ich eine ganz nette Sache eigentlich. Klar, ist jetzt auch nicht so der krasse Unterschied, ja. Weil, klar, du kannst ja eh nicht so durchs Parkhaus durchrasen, dass du da irgendeine Zeit gut machen könntest, sagen wir es mal so. Aber ist einfach eine nette Sache, finde ich. Brauchst du nicht nochmal stehen bleiben, rollst einfach durch. Bis raus aus dem engen Gebiet. Gut ist. Dann letztens Parkhaus, da war ich erstmal von Grund auf verwirrt. Parkhaus, ich kannte dieses Parkhaus. Ich war jetzt nur ungefähr ein halbes Jahr noch nicht mehr da gewesen. Und das Parkhaus an sich ist eigentlich voll cool. Du hast recht viel Platz, auch mit dem großen Kombi und so weiter. Ist schon ganz nett gemacht. Ja, außer auf den Stockwerk, wo ich rausgefahren bin. Ich bin irgendwie im Gedanken ins falsche Stockwerk gefahren. Die haben ganz viele Stockwerke, die echt autoangenehm sind. Aber dann haben sie auch 1, 2, 3 Stockwerke, die sind nicht so autoangenehm mit größeren Fahrzeugen. Aber in dem Parkhaus war ich erstmal grundauf verwirrt, weil ich bin da reingefahren, hab mir erst gedacht, hä, bin ich jetzt irgendwie da falsch reingefahren oder so? Oder keine Ahnung, es war keine Schranke da. Es stand aber auch kein Schild da, dass das irgendwie anders funktioniert. Aber als ich dann da hochgefahren bin im Parkhaus noch überlegt habe, hä, keine Schranke, was geht denn hier ab? Dann habe ich ein einziges Schild gesehen, wo stand irgendwie Parken ohne Grenzen oder so oder Parken ohne Schranken oder keine Ahnung, irgend sowas. Da wird alles über der Kamera quasi registriert. Und das heißt, du fährst dann mit dem Auto rein, dein Auto wird registriert, dein Nummernschild. Du gehst später dann nur noch an einen Bezahlautomat. Ja, diese Beschreibung steht nirgendwo, dass das so funktioniert. Das kann, muss man sich dann denken. Gehst du an einen Bezahlautomat und gibst einfach dein Nummernschild ein. Dann kriegst du ein Bild angezeigt von deinem Auto. Und dann kriegst du halt den Betrag angezeigt und wie lange du geparkt hast. Ja, und dann kannst du das bezahlen. Und wenn du rausfährst, gibt es auch keine Schranke. Du fährst dann da raus, dann siehst du da einen Monitor. Entweder leuchtet der Rand grün, das heißt, du hast bezahlt und darfst rausfahren. Oder der Rand leuchtet rot, das heißt, du darfst nicht rausfahren. Wenn du sowas nicht kennst, bist du erstmal von Grund auf verwirrt, weil viel zu wenig Aufklärung in diesem Parkhaus betrieben wird, dass das da jetzt so funktioniert. Und ich hatte das davon nie, vorher noch nie was gehört, dass du ohne Schrank in ein Parkhaus reinfahren kannst und auch ohne Karte ziehen und so weiter. Das heißt, ich bin dann da reingefahren, habe mich erstmal auf den Parkplatz gestellt und habe erstmal gegoogelt, hä, wo bin ich denn jetzt gelandet? Wie funktioniert denn das? Was muss ich denn machen?
war ich erstmal vollkommen verwirrt. Aber dann, ja, wie gesagt, eigentlich recht logisch, dass es so funktioniert. Aber im ersten Moment, wenn du sowas nicht kennst, bist du erstmal von Grund auf vollkommen verwirrt. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt. Oh, ein Feuerwehrmann wurde verletzt. Ist es wieder Fake News oder tatsächlich jemand zusammengebrochen? So, ich rede die ganze Zeit so viel und konzentriere mich heute gerade wieder überhaupt nicht aufs Spielen. Das ist natürlich auch wieder geil. Aber trotzdem noch nichts fehlgeschlagen. Das ist immer die Hauptsache. So, hier fahren wir weg. Aber wir haben ja noch Zeugen. Okay. Zeugen. Schicken wir gerade mal einen Streifenwagen hin. Das arbeiten wir noch ab. Hauptsache die Feuerwehr ist schon wieder einsatzbereit. Da. Das sehe ich gerade das Streifenwagen-Symbol nicht. So. Okay, kriegen wir hin. Vergiftung. Sind wir dran. Vergiftung sind wir auch dran. Diebstahl. Ja, der rennt halt noch ein bisschen durch die Gegend. Im Grunde genommen, du kannst halt aus diesem Parkhaus einfach abhauen. Aber ich denke mal, klar, die haben dein Nummernschild. Wenn du da jetzt ohne Bezahlen rausfährst, wirst du wahrscheinlich einen Brief bekommen. Ja, oder die Polizei klopft an. Hallo, sie haben nicht bezahlt. Wobei, für 3 Euro vielleicht Parkgebühren, weiß ich, ob die es einfach... Ich weiß es nicht. Ja, wenn du jetzt eine halbe Stunde da parkst, bezahlst 1 Euro oder so, ob die dich dann wirklich ahnden, ob die Sache dann ahnden würden, wenn du da rausfährst, ohne zu bezahlen. Ich habe keine Ahnung. Ich will es auch nicht austesten, aber... Man muss ja mal bedenken, du hast ja die Bearbeitungsgebühren und das und. Aber das einzig Gute ist, falls sie das wirklich dann ahnden und der Sache nachgehen, klar, da hast du die Mahngebühren wahrscheinlich, die Verwarngebühren oder. Kannst du nochmal richtig schön abgreifen. Aber ist halt die Frage, ob die wegen einem Euro irgendwie die Daten anfragen können. Ja, weil mit dem Nummernschild, ich weiß nicht, ob man als Privatperson was mit einem Nummernschild anfangen könnte. Ohne Anwalt, ohne Polizei oder sowas. Ob man da die Daten rauskriegt von jemandem. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Naja. So, da wären wir auf jeden Fall startklar. Bei der anderen Vergiftung sind wir auch startklar. Beim Diebstahl sind wir auch startklar. Da können wir auch wieder zusammenpacken. Und hier, ja, dauert noch ein bisschen. Gut. Ah, da steht jemand. Hab ich nicht stehen sehen. Ich wollte gerade schon fragen, wo die Person denn überhaupt steht, aber... Ja, ich habe mir schon gedacht, hier hinten raus vielleicht, weil hier vorne steht ja niemand. Da steht eine Person. Okay. Ich würde sagen, wir machen mal die Disco-Lichter aus. Dann können wir die gleich wieder zurückschicken. Das ist nämlich die Autobahnpolizei. Die Autobahnpolizei habe ich gerne an der Wache stehen. So, gut, dann fahren die weg. Einsatz abgeschlossen. Feuerwehr ist weggeschickt worden. Die können auch ins Krankenhaus fahren. Und ansonsten... Die hier auch? Ja, sehr schön. Ich finde es ja mittlerweile schlimm, muss ich sagen, dass bei uns in der Gegend, ich weiß nicht, wie es bei euch in den Gegenden ist, bei uns in der Gegend ist es mittlerweile so, wenn du einkaufen gehst bei, sagen wir, 80-90% bei den Geschäften, musst du, während du einkaufen gehst, eine Parkscheibe ins Auto legen. Und wenn du es vergisst, wird es richtig teuer. Ich meine, du kannst dann, soweit ich mal gehört habe, kannst du dann den Einkaufsbeleg quasi zu dieser Firma schicken, die diese die Parkscheiben quasi kontrollieren. Kannst du das da hinschicken und kannst dann quasi dafür sorgen, dass du die Strafe nicht bezahlen musst. Wenn du halt den Einkaufszettel da hinschickst, da steht ja halt die Uhrzeit drauf und so weiter und so fort. Aber das finde ich auch so eine richtig miese Sache. Ich weiß auch nicht, wer jemals auf die Idee kam. Bei uns ging das irgendwie los, als hier Geschäfte neu gebaut wurden. Da hatten die neu gebauten Geschäfte das. Und plötzlich hatten es alle anderen Geschäfte fast auch außenrum. Und ich finde das so nervig. So nervig, weil du jedes Mal, wenn du dann parkst, dran denken musst, ja, Parkscheibe reinmachen. Sonst musst du, was weiß ich, 20, 30, 40 Euro bezahlen beim ersten Mal. Beim nächsten Mal wird es noch teurer. Da hast du doch gar keine Lust, mal irgendwie einkaufen zu gehen. Und dann braucht man sich wundern, warum man dann irgendwie alles im Internet bestellt. Ich finde sowas nicht förderlich. Weil man ist halt oftmals dann, wenn du das Auto abgestellt hast, bist du im Gedanken, ja, ich besorge jetzt das. Gehst nochmal deine Einkaufsliste vielleicht im Kopf durch und so weiter und so fort. Du vergisst dann einfach auch mal, dass du die Parkscheibe reinlegen musst ins Auto. So, hier, Herzinfarkt, schicken wir mal Rettungswagen plus NEF raus. Haben wir nicht so oft den Einsatz. Schicken wir gleich mal das volle Programm. So, das haken wir ab. Da warten wir jetzt. Beziehungsweise, wir könnten theoretisch auch mitfahren.
dass wir uns gerade mal hier positionieren. Ich meine, ich hatte bis jetzt immer Glück gehabt. Boah, einmal war es auch richtig mies. Da hat die Kontrolleurin, das ist ja kein Ordnungsamt oder so, das sind ja private Firmen, die das quasi kontrollieren, hat sie mal ein Auge zugedrückt bei mir. Weil Katrin arbeitet ja im Einzelhandel. Und Katrin war krank. So. Hab mir gedacht, okay, ich fahre einfach kurz nach der Arbeit quasi dorthin, gebe die Krankmeldung von ihr ab und dann fahre ich heim. Ja, es lag nämlich so halb auf dem Weg. Habe ich mir gedacht, okay, mache ich einfach einen kleinen Schlenker dahin, da haben die schon die Krankmeldung, alles gut. Und Thema erledigt. Brauchen wir keinen Brief fertig machen, brauchen wir keinen Brief losschicken und, und. So. Ja, das heißt, ich nach der Arbeit hingefahren, das Auto hingestellt, in den Laden reingesprintet, Krankmeldung jemandem in die Hand gedrückt, wieder rausgegangen. Und als ich rausgegangen bin, stand die gute Frau quasi vor meinem Auto. Ich habe ihr dann erzählt gehabt, dass ich gerade erst dahin gekommen bin, habe nur eine Krankmeldung abgegeben und wollte jetzt wieder wegfahren. Sie hat mir zwar ein böses Dudu gegeben, aber ich habe keinen Strafzettel gekriegt. Die muss auch gesehen haben, wie ich da geparkt habe und wie ich nur da reingerannt bin mit einem Zettel und wieder raus bin. Das muss die einfach gesehen haben. Weil innerhalb 3 Sekunden, wenn die so schnell vor meinem Auto war, entweder hat die wirklich da gelauert, dass jemand kommt und da parkt, ohne Parkscheibe, und hat die ganze Sache gesehen, hat dann entschieden, okay, sie drückt mal ein Auge zu. Oder ich weiß auch nicht. Oder sie hat halt einfach mal so ein Auge zugedrückt. Aber das ist schon echt eine miese Nummer, gerade auch in so Situationen. Weil ich hätte da ja nicht mal einen Kassenbon gehabt, keinen Kassenbeleg. Und ich war in dem Laden drin, ich hätte es nicht belegen können. Außer, dass die Arbeitsstelle hätte sagen können, ja, der war da und hat eine Krankmeldung abgegeben. Aber das hätte ja, wäre nichts auf Papier gewesen. Das hätte mich, glaube ich, so dermaßen geärgert. Ich glaube, ich hätte auch dermaßen mit der Frau diskutiert. Die kann am wenigsten dafür, aber andererseits denke ich mir halt auch irgendwie, wenn du natürlich so einen Job machst und den Leuten mit so einer Sache auf den Sack gehst, dass du auf einem leeren Parkplatz geparkt hast ohne Parkscheibe und warst nur 2 Sekunden irgendwie sowas abgeben, braucht man sich nicht wundern, wenn man dann blöd angemacht wird. Ich persönlich würde so einen Job nicht machen wollen, ganz ehrlich. Weil es halt oft Situationen gibt, dass Menschen einfach so viel im Kopf haben, dass du einfach so eine dumme Lappalie vergisst. Aber naja, die Geschäfte wollen es so. Auf der anderen Seite beschweren sie sich dann, dass niemand mehr hingeht, quasi in die Stadt, ja, und alle nur noch im Onlinehandel bestellen. Das ist so der andere Punkt. Und die Stadt schreibt auch, ja, die Innenstadt stirbt aus. Ja, warum nur? Musst für alle Parkplätze Geld bezahlen oder Parkscheibe reinlegen, auf denen immer Platz wäre. Und dann ja, wird sich gewundert, dass keiner mehr Bock hat, da hinzufahren, weil mir ist das auch schon öfters passiert, dass ich einkaufen war und hatte tatsächlich die Parkscheibe vergessen, obwohl ich schon 50 Mal da einkaufen war oder mehrmals. Es passiert einfach ab und zu, weil du im Gedanken halt manchmal ein bisschen abdriftest. Ja, vielleicht nicht beim Autofahren, aber sobald du das Auto wieder abgestellt hast, alles safe ist, denkst du dann einfach an so eine Sache nicht. Ja, und auch wenn du schon 1000 Mal da warst, es geht manchmal einfach unter, weil dann kriegst du vielleicht, guckst du erstmal, nachdem du das Auto abgestellt hast, aufs Handy, ja, hast noch eine Liste zugeschickt bekommen, bring das noch mit und das noch und das noch. Es geht einfach dann unter. Ich meine, ich verstehe dieses ganze System schon auf Parkplätzen, die vielleicht immer voll sind. Weil vielleicht, keine Ahnung, Bahnhof in der Nähe. Ja, das ist dann schon ein bisschen verständlicher, dass das halt nicht als Dauerparkplatz genutzt wird. Kann ich in so einem Fall nachvollziehen, aber nicht auf Parkplätzen, bei denen du wirklich einfach nur Geschäfte hast und einen Eiskaffee und immer mindestens 50 Parkplätze frei sind oder mehr. Da ist sowas, wo ich das dann nicht verstehe und mir einfach nur denke, ja, blöde Geldmacherei. Naja, ist halt schade, dass das mittlerweile irgendwie ein Geschäft hat angefangen und alle haben irgendwie nachgezogen. Ich weiß nicht, was das für ein Trend ist, keine Ahnung. Ich finde nur richtig doof. Naja, so ist es halt manchmal. So, wir kümmern uns gerade mal um die Person. Die können ja schon mal Richtung Krankenhaus fahren. Notarzt ist eingestiegen. Hier versorgen wir gerade die Person bei der hypertensiven Krise. Und hier fällt mir gerade auf, das ist auch eine hypertensive Krise. Und ich habe nur den Rettungswagen hingeschickt. Ich bin heute wieder viel zu viel am Erzählen. B0, Kleinbrand. NERF ist auf dem Weg auf jeden Fall. Kleinbrand haben wir noch.
Schicken wir gerade mal einen LF raus. Müsste eigentlich direkt hier nebenan sein. Genau. Wobei man für sowas vielleicht auch die Polizei gerade mal hinschicken könnte. Die stehen hier nebenan. Die haben einen Feuerlöscher dabei. Wollen wir es gerade mal probieren? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Sagen wir Polizei sofort hier hin. Vielleicht ist sie schneller als die Feuerwehr. Wobei, ich glaube, die werden auch schon gleich ausrücken. Und hier zu der hypertensiven Krise habe ich auch noch einen Rettungswagen hingeschickt. Ja, ich bin Profi. Ja, schon hunderte Folgen Emergency. Ich darf auch mal was verbocken. Nein, wenn ich mich immer so auf Gesprächsthemen irgendwie konzentriere, damit es nicht so langweilig wird in der Folge, geht irgendwie das Spielerische im Hintergrund so ein bisschen unter. Bin halt ein Mann, ich kann nur eine Sache gleichzeitig machen, kann man nichts machen. Genau, da haben wir den kleinen Feuerlöcher. Ich will es einfach mal probieren, ob wir so einen kleinen Brand auch mit der Polizei abgelöscht bekommen, bis die Feuerwehr da ist. Vielleicht kriegen wir es aus. Ist ja nur eine Mülltonne. Oh, die zwei geben Vollgas, aber ich glaube, das reicht nicht. Au, 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 au. Wenn ich den Kollegen direkt nochmal losschicke und sage, hol dir mal einen neuen. TH1, VU-Fußgänger. Oh. Alles klar. Rettungswagen plus NEF rollt. Kind angefahren, da gehen wir mal ein bisschen besser vor. Und dann brauchen wir noch die Polizei auf jeden Fall. Die würde ich einfach jetzt mal dahinter stellen, damit wir hier so ein bisschen abgesichert haben. Genau. Ja, hat leider nicht gereicht, die Feuerlöcher. Man könnte aber theoretisch jetzt wieder einen neuen Feuerlöcher rausnehmen. Man muss nur immer den alten wegräumen, dann kannst du wieder neu nehmen. Fällt gerade die Polizei vorbei. Und da ist schon die Feuerwehr da. Na gut. Versuch, was wert hätte sein können, dass die das vielleicht auskriegen, so eine Mülltonne, aber leider nicht. Gut, da ist Notarzt auf dem Weg, da ist Notarzt schon vor Ort. Alles klar. Gebrochenes Bein. Schick mal einen Rettungswagen raus. Er ist auf dem Weg, rollt. So, jetzt konzentrieren wir uns mal wieder ein bisschen auf Spielen. Ich mache, weil ich verpeilt bin, wenn ich so viel erzähle, würde ich sagen, machen wir die Folge einfach mal 10 Minuten länger. Genau, als Ausgleich. Verpeiltheitsausgleich. Okay. So, da könnte man theoretisch auch die Polizei gerade mal zu dem Kind hinschicken. Die sollen sich gerade mal um das Mädel kümmern. Und wir befragen mal den Zeugen. Das klingt doch schon mal nach Rettungswagen, oder? Ach nee, Notarzt ist sogar schneller da als der Rettungswagen. Alles klar, Rettungswagen kommt aus dem Krankenhaus angefahren. So, was haben wir denn hier für eine Verletzung? Kann es der Polizist sagen? Das wäre natürlich krass. Ah nee, okay, ich war gerade ein bisschen verwirrt vom Namen her. Aber nee, passt. Passt, okay. Gebrochenes Bein. Gut. Das ist eigentlich keine Notarztrelevanz. Das heißt, theoretisch könnte er wegfahren. Er kann sich aber jetzt um das Mädel kümmern. Der ist ein bisschen schneller als die Sunnies. Zack, schon fertig. Aufnehmen. Und gut ist. Genau, das Fahrzeug lassen wir abschleppen. Ist auch auf dem Weg. Abschleppdienst. Und genau, dann können wir hier eigentlich gleich schon wieder die Straße komplett freigeben. Notarzt fährt jetzt wieder weg. Der fährt nicht mit dem Rettungswagen mit. Abschlepper ist auch auf dem Weg. Sehr schön, hier liegt noch eine gute Frau rum. Und genau, hier ist auch der Notarzt angekommen. Hier sind wir auch startklar. Der Notarzt kann gerade mal einsteigen. Schicke ich zur hypertensiven Krise nun einen Rettungswagen hin? Eieieiei. Wie kann ich nur? Ja, was Gute ist, wir hatten ja schon öfters drüber gesprochen, hier in dem Spiel. Wenn du mit dem Rettungswagen schon an der Person quasi dran bist, die stabilisiert wird, dann verschlechtert sich der Zustand nicht mehr. Da kann der Notarzt sonst noch so lange brauchen, die Person wird dir wahrscheinlich nicht wegsterben. Ja, weil das so extrem langsam geht, ich glaube auch, es tut sich da gar nichts mehr ändern stellenweise. Das ist jetzt nicht so das Problem. Solange ein Rettungswagen schon mal vor Ort ist, ist alles gut. Ach, hier haben wir die Wache direkt nebenan auch, alles klar. Gut, die schicken wir los, Notarzt wartet schon. Das heißt, das ist abgeschlossen. Das ist auch abgeschlossen, eigentlich so gut wie. Können wir schon mal sagen, nehmen wir die Trage raus. Dann fahren die auch gleich weiter. Die fahren auch jetzt ins Krankenhaus, genau. Ohne Blaulicht. Alles gut. Der Rettungswagen muss gleich da sein. Die nehmen die Person schon mal auf. Ja. Eigentlich könnten wir hier auch sagen, komm, Fahrzeuge hinter dem Fahrzeug umleiten.
Funktioniert im Kreuzungsbereich nicht immer so gut, aber wir können es ja einfach mal probieren. So, da kommt jetzt gleich der Rettungswagen plus NER wahrscheinlich vorbeigefahren, wobei die fahren da hinten gerade. Hypertensive Krise. Bringen so schnell wie möglich den Patienten gerade ins Krankenhaus. Oder ist es der Herzinfarkt? Nee, der ist ja schon geschlossen, der ist schon abgearbeitet. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, Notarzt auch mal einsteigen, Tasche wegbringen. Los geht's. So, jetzt piept's gleich. Oder auch nicht, aber das Symbol ist da. Genau, Notarzt ist ja schon auf dem Weg eingestiegen. Los geht's. Mit Sondersignal ins Krankenhaus, also auch abgeschlossen. Abschlepper ist da, kann das Fahrzeug mitnehmen, dann kann die Polizei auf Streife gehen. Und hier können wir auch Richtung Krankenhaus fahren und Kreislaufkollaps kümmern wir uns gerade mal ganz schnell rum. Genau, wir können hier gerade mal ins Krankenhaus reingucken. Ist eigentlich recht gechillt. Wir haben ja einen Rettungswagen, einen NERF oben am Krankenhaus stehen. Hier unten überhaupt nichts los, alles leer. Die Fahrzeuge stehen ja sowieso immer platziert da. Normalerweise hier noch der Rettungswagen aus dem Krankenhaus, der gerade sonst wo ist. Das ist er auch nicht. Ah, der ist wahrscheinlich hier gerade noch unterwegs auch. Naja. So, die sind jetzt auf jeden Fall angekommen. Da sind welche angekommen. Da ist er. Das ist der Rettungswagen aus dem Krankenhaus, der da unten normalerweise geparkt steht. So. Ja, Notaufnahme hat wieder gut was zu tun. Ja, heute ist irgendwie so der Tag des hier oben Anfahrens, oder wie? Okay. Nix dagegen. Finde ich schön, wenn die sich so ein bisschen hier verteilen. Gut. Können wir auch schon mal sagen, nehmen schon mal die Trage raus, der ist nämlich jetzt gleich fertig. Das können wir auch schon mal abschließen, das ist auch erledigt. Und hier, das eigentlich auch, dem können wir schon mal sagen, steigen wir ein. Hier können wir sagen, komm, nehmen wir die Person auf. So, da müsste jetzt ein weiterer Punkt abgeschlossen sein von dem Geräusch her, genau. Okay. Dann. Ja, der nächste, der ins Krankenhaus fährt. Ja, jetzt ist schon ein bisschen mehr los. Hier ist NEF, da Rettungswagen, 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 NEF. Ich finde es auch gut, dass die ein bisschen länger am Krankenhaus stehen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Einfach, weil ich halt so finde, dass es ein bisschen spannender wird, wenn so viele Rettungswagen unterwegs sind, könnte es ja dann mal knapp werden mit den Fahrzeugen. Kleinbrand. Und das finde ich dann eigentlich ganz cool, wenn man so weiß, okay, jetzt muss man mal überlegen, schickt man nochmal so viel Rettungswagen raus und nimmt man lieber ein KTW hinzu oder, ja, keine Ahnung, du musst halt einfach so ein bisschen mehr schauen, ein bisschen mehr ein Auge drauf haben. Und das finde ich eigentlich komplett cool. Von mir aus könnten noch länger außer Betrieb sein, wenn die da so einen Einsatz hatten. Wird die ganze Sache nochmal spannender machen. Gut, Garagenbrand. Schicken wir mal zwei LFs hin, beziehungsweise ja, ein LF, ein HLF. Kommt aus der Hauptwache. TH0, festsitzender Aufzug. Genau, festsitzender Aufzug. Schicken wir gerade mal Fahrzeug hin. Wo sind wir da? Wir haben doch normalerweise das GW Tech irgendwo rumstehen oder Tech da. Genau. Aus der Freiwilligen Feuerwehr 22. Alarmieren wir. Schicken wir hin, kümmern sich drum. Haben wir auch extrem lange nicht mehr im Einsatz gehabt, das Fahrzeug. Steht die ganze Zeit hier vorne rum und rostet vor sich hin. Genau, da haben wir zwei Fahrzeuge auf dem Weg. Die sind auch auf dem Weg ins Krankenhaus. Sehr schön, hier wird gleich die Tür geöffnet. Und da sollte bald die Feuerwehr eintreffen. Die sind auf jeden Fall schon auf dem Weg. Ist schon mal ein gutes Zeichen. Das klingt schon besser. Gerade mal das Horn umgeschaltet. Genau. So, wie sieht's hier aus? Schon jemand startklar? Nee, noch nicht. Okay. Gut. Eddie, du
hypertensive Krise. Los geht's. Ein sehr seltenes Ereignis. Dieses Fahrzeug ist mal wieder unterwegs. Genau, und hier haben wir nochmal eine hypertensive Krise reinbekommen. Wir sind nicht ganz so weit weg von der Werkfeuerwehr. Deswegen bin ich gerade überlegen, schicken wir das NRW raus? Ich würde sagen, ja. Haben wir auch selten im Einsatz. Schicken wir einfach mal raus. NRW ist quasi für alle, die das Fahrzeug noch nicht kennen, ein Rettungswagen. Und dort ist der Notarzt quasi gleich mit dabei. Ja, der sitzt quasi mit im Fahrzeug drin. Heißt, sie sind zu dritt im Fahrzeug, genau. Gut, der Aufzug. Rein mit euch. Ich glaube, 4 Leute hat man dafür gebraucht, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ach du. Kacke, ich glaube, da ist gerade der Tank explodiert oder so. Aber das kann doch gar nicht sein. Der ist doch noch ganz, der explodiert doch gleich erst. Was ist hier passiert? Wir waren noch gar nicht so lange weg. Wir spielen auf Stufe Feuerwehrmann. Plötzlich brennt hier das komplette Gebiet. Das ist kein Schlimm 7. Wir spielen nicht auf Schlimm 7. Was ist hier los? Es liegt Schnee, selbst das andere Gebäude hier drüben brennt. What? Ich schicke noch mal ein bisschen was nach. Was zur Hölle ist hier? Was ist passiert? Das Spiel hat auch einmal leicht geruckt. Also, ist da vielleicht doch was explodiert? Es hat ganz leicht geruckt einmal. Habe ich aber nicht so ernst genommen. Ich habe mir gedacht, okay, ich spiele jetzt bald 40 Minuten. Vielleicht mal so ein kleiner Nachladeruckler oder so. Nee, keine Ahnung. What the fuck ist hier los? Und das Gebäude hatte auch nicht gebrannt. Also heftig. Geh mal hier hinten an den Hydranten dran. NRW ist eingetroffen. Also kümmern wir uns auch mal ganz schnell um die Person. Aber was ist hier passiert? Was habe ich verpasst? Habe ich irgendwas übersehen? War da noch mehr explosives Zeug irgendwie? Hat da jemand 3 Tonnen Feuerwerkskörper in der Garage irgendwie gebunkert? Man weiß ja nicht so genau. Ich habe keinen Schimmer. Ich weiß nur, dass auf einmal viel mehr brennt als vorher. Das war nur die eine Garage, die oder die. Ist ja auch als B0 Kleinbrand angegeben. Und jetzt mittlerweile hier ein paar mehr Fahrzeuge hingeschickt. Krass. So, die sind fertig. Aufzug ist quasi befreit. Ja, ELW kommt jetzt auch. Ja, weil das stocht ein bisschen mehr. Da brauchen wir schon mal ein ELW mit dabei. Normalerweise bräuchte man auch GW Atemschutz. Oder? Wir holen ihn mal mit dazu. Ich weiß nicht, wie lange hier die ganze Geschichte dauert. So wie das sich ausgebreitet hat und hier der Tank am Brennen ist. Feuer und Rauchen verboten. Ja, da müssen wir uns echt mal drum kümmern. Warum findet der keinen Weg dorthin? Ich den jetzt hier parke. Die Leute finden auch niemals einen Weg nach da unten. Jo, so ist gut. Bisschen nah an den Flammen dran, aber ich hoffe mal, das Fahrzeug hält ein bisschen was aus. Ja, Verteiler, gerade mal dorthin. Haben wir hydrantmäßig was in der Nähe? Da. Gehen wir da dran. Okay. Also das Haus hier scheint schon mal gelöscht zu sein. Das andere brennt noch fleißig vor sich hin. Da konnte ich jetzt auch noch nicht so wirklich gucken. Dass wir hier alles aufbauen. Also so, einmal so, einmal so. DLK kann sich dann einmal dort Wasser ziehen, bloß einmal aufbauen, beziehungsweise, ja, die werden jetzt wieder nicht beides auf einmal machen. Wieder zu schnell angeklickt. Hypertensive Krise. Nehmen wir auf die Person und ab ins Krankenhaus. Jawohl, da kommt ein Fahrzeug mit einer alten Dröte, gefällt mir. Einmal absetzen. So. Hydrant. Ja, wir sind ja, wir sind bei der Autobahnauffahrt, okay. Oh, wir könnten theoretisch aber dort auch mit dran. Aber das ist wieder, der Hydrant kann nicht ganz so gut, Wasser durchfördern. Oh, die DLK hat doch beides aufgebaut. Verbindung steht, also Schlauch sieht man. Plus, ja, blechbereit. Sehr schön. Schicken mal 2 Abschlepper mit raus. Die können ja schon mal hier an der Tanke parken. Da kommt nochmal ein weiteres Fahrzeug. So, er sucht gerade noch einen Weg.
Ups. So, da können auch nochmal zwei Leute mehr mit dran. Ja, ich würde jetzt gerne dann auch hier mal einen Verteiler hier vorne hinsetzen, dass wir vielleicht den Tank mal abgelöscht bekommen oder gekühlt bekommen und die Fahrzeuge vielleicht, würde ich sehr begrüßen. So, aber jetzt langsam kriegen wir es wieder unter Kontrolle. Aber krass, was hier passiert. Ich meine, wir waren zwar jetzt kurz weg, aber so kurz waren wir auch, also so lange waren wir jetzt auch nicht weg. So kurz war die Zeitspanne jetzt auch nicht. Also so lange war die Zeitspanne jetzt auch nicht. Also sehr merkwürdig. Und der Tank ist ja noch ganz, also der ist so ein bisschen heiß gelaufen. Naja. Ich würde sagen, wir haben es soweit unter Kontrolle. Ja, also wir haben es auf jeden Fall umzingelt, das Feuer. Wir können es jetzt hier schön auf einen Punkt konzentrieren. Wird auch jetzt von vorne schön gelöscht. Der Tank ist schon mal abgekühlt. Die Fahrzeuge werden gelöscht. Hier rennt noch jemand fleißig durch die Gegend. Die DLK kommt nirgendwo mehr dran. Das heißt, die können eigentlich schon mal wieder wegfahren. Die auch. Gerätewagen, Atemschutz schicken wir auch schon mal weg. Ich glaube, brauchen wir nicht mehr. Oder brauchen wir gar nicht. Ich glaube, wir haben das Feuer recht schnell unter Kontrolle gekriegt. Dafür, dass es so komplett ausgeufert ist hier. Aber gut. So. Abschlepper ist da. Wir können hier alle zusammenpacken lassen. Feuer ist aus. Feuer ist aus. Ziel erreicht. Nur noch die Fahrzeuge abschleppen und gut ist. Hypertensive Krise ist auf dem Weg ins Krankenhaus mit Blau. Alles klar. Haken wir gerade ab. Weitere Abschlepper ist vor Ort. Da sind wir also auch gleich mit durch. Gut. War doch nochmal ein interessantes Ende. Wir haben, ja, kleinen Garagenbrand gehabt, plötzlich hier die halbe Stadt am Brennen. Nein, das ist so schlimm natürlich auch nicht, aber trotzdem schon nicht schlecht, was hier so vorgefallen ist. Beziehungsweise, dass es einfach hier so schnell dann gebrannt hatte. Ich wollte jetzt hier nochmal ganz schnell ein Foto von machen, habe ich nämlich in der letzten Folge schon vergessen und in dieser Folge jetzt auch fast wieder. Beziehungsweise, ich glaube, ich hatte schon ein Bild gemacht, oder? Ich weiß es nicht. Ich mache das immer so nebenbei, ich kriege das auch immer nicht so ganz mit. Gut. Jetzt haben wir aber auf jeden Fall sicherheitshalber nochmal eins. Ich mache sicherheitshalber immer eigentlich mehrere pro Folge, damit entweder, falls das Bild irgendwie kacke aussieht oder so, habe ich dann noch eine andere Wahl. Oder falls ich der Meinung bin, ich habe schon eins gemacht, hatte aber keins gemacht oder OBS hat irgendwie kein Foto gemacht, dann habe ich vielleicht dann trotzdem noch ein Foto und brauche nicht nochmal irgendeine Szene nachstellen oder so. Ist mir einfach lieber. Genau. So, hier die Packen weg. Abschlepper hat aufgenommen, Feuerwehr fährt weg, die fahren weg. Somit würde ich sagen, haken wir das ab. Sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde sehr weiterhelfen. Ja, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.